whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen im The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute gehen wir wieder in die Lowlands zu der berühmten, bekannten Ochentoschen Brennerei. Und von Ochentoschen habe ich eigentlich so ziemlich alles probiert, was man da nun probieren kann. Hier Videos. Und ich habe sogar die Brennerei mit meiner Videokamera besucht und habe da eine virtuelle Brennereibesichtigung. Blende ich Ihnen dann hier auch gleich dazu ein. Ja, und heute haben wir nun eine Neuigkeit und die nennt sich Ochentoschen American Oak. Und dieses Ochentoschen American Oak ist nun ein Single Malt Whisky von First Fill Bourbon Casks. Steht also American Oak, Ochentoschen und da ganz klein steht unten drunter First Fill Bourbon Casks. Und das ist jetzt was Besonderes. Ich sehe diese Flasche jetzt als einen Qualitätssprung innerhalb der Ochentoschen Single Malt Whiskys an. Denn diese Flasche soll den Ochentoschen Classic, den ich damals mal probiert habe, langfristig ersetzen. So lange, bis dann die letzten Bestände vom Classic dann weg sind. Das läuft jetzt eine Zeit lang parallel. Und dann soll nur noch der American Oak kommen. Und das bedeutet, Ochentoschen, ja, ersetzt alte Whiskyfässer, die sie im Hause haben und die dann als Second- und Third-Fill befüllt wurden für Einsteiger-Single-Malts wie den Ochentoschen Classic, jetzt durch frische First-Fill-American Oaks, die vergleichsweise ja, kurz gelagert sind, weil man hier kein Alter draufschreibt. Und, möchte man sagen, bei den normalen Destillaten, die jetzt auf Potstills destilliert werden. Da habe ich mal über die Destillation was gesagt. Die, möchte ich mal sagen, wenn die nicht lang genug reifen, dann macht sich so ein metallischer Geschmack im Mund breit, der Jugend andeutet, weil hier die subtraktive Reifung diese Fehlgeschmäcker noch nicht abgebaut hat. Ochentoschen ist ein bisschen in einer ja, besseren Position, weil Ochentoschen dreimal destilliert und dabei den Alkohol viel höher destilliert, damit ja, unerwünschte Begleitstoffe besser herausdestilliert, weil die mit 80% oder 80+% hinten aus den Brennblasen rauskommen und nicht mit 70% oder 65-70% wie aus normalen Zweifachdestillationen. Deswegen heißt es immer, dreifach destillierte Single Malt Whiskys sind weicher als zweifach destillierte. Wenn sie nun weicher sind, höher destilliert sind, dann kann man sie auch jünger auf den Markt bringen, weshalb hier wohl kein Alter draufsteht. Aber sie sollen ja als Whisky jetzt nicht nur destillierter Alkohol sein, sondern sie sollen ja auch noch Aromenfracht von der Eiche übernehmen. Und dazu muss man nun First Fill Fässer nehmen, damit in möglichst kurzer Zeit da ein Aromentransfer stattfindet und aus frischen Fässern findet ein höherer Aromentransfer statt als aus gebrauchten Second- und Third-Fill-Fässern. So, leider ist auch dieser Single Malt Whisky gefärbt, wobei ich mal davon ausgehe, wenn das First-Fill-Bourbon-Fässer sind und der Whisky, ja, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahre alt ist, was so ein normales Alter für so einen Single Malt Whisky ohne Altersangabe sein dürfte, dann haben die eigentlich nicht nötig zu färben. Das steht wahrscheinlich drauf, weil andere Whiskys im Hause auch gefärbt werden oder justiert werden zwischen den Chargen. Ich finde es schade, dieser Whisky hätte es eigentlich nicht haben müssen. Gut, vielleicht ist auch nichts drin, steht nur drauf, weil die sagen, alles was nach Deutschland schickt, muss Zuckerkohle als Farbstoff drauf haben. Die werden das Wort schon nicht mehr verstehen. Na gut, über Whisky und Färbung habe ich auch mal was gedreht. So, jetzt sagen sie dazu, Vanilla and Coconut with clean citrus zest. Das heißt Vanille und Kokosnussaroma mit reiner Zitruszest. Das ist so Säure, Schale, Intensität. Ne? Aus First Fill Bourbon Casks. Jeder einzelne Tropfen dreifach destilliert. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Aha, jetzt hier hinten drauf noch. Schön die Fässer gezeigt. First Fill North American Oak Casks sind perfekt zur Reifung von Ochentoschen.
wo einst Bourbon enthalten war, vertrauen wir jetzt unseren Spirit an. In dem dunklen Kühle unserer Lagerhäuser liegt er für Jahre. Nach der Reifung, das ist aber, na, jetzt ist besser, es ist schwer gedruckt. Und dann, genau, und nach der Reifung gibt es aber noch mehr, nämlich sie verheiraten diese Fässer, diese unterschiedlich gereiften Fässer und diese crispe Zitrusnote und die unfehlbare Weichheit von Orantoschen. Ah, hier. Zum Auge glänzendes Gold, in der Nase Bourbon, Vanille, Kokosnuss mit Layers of Zesty Citrus Fruit, eine Zitrusfrucht mit säuerlicher Zitrusfrucht. Auf der Zunge erfrischend weich und lebhaft mit Vanillecreme, Kokosnuss und weißen Pfirsichen. Und am Ende wieder crisp mit gesüßter Grapefruit und einem Anklang von Gewürz. Das sollte dann im Prinzip aus diesem Eichenfass stammen. Ein letztes Ding. Ja, natürlich. Unsere Leute sagen hier Orantoschen. Und Ecke des Feldes heißt das auf Gälisch. Das wusste ich auch nicht. So, steht auf der Flasche noch was anderes drauf? In der Regel nicht. Da brechen sich also kein doppeltes. Nein. Da doch ein weicher und komplexer Single Malt Scotch Whisky. Und jetzt wieder weiße Pfirsiche. So. Da geht's auf. Seit, wie lange ist das her? Da wurde die Flaschenform überarbeitet. Das ist jetzt wahrscheinlich schon 10 Jahre her. Seitdem haben die hier so eine schöne ovale Flasche, die einem ein viel, viel breiteres, farblich attraktiveres Erscheinungsbild gegenüberstellt, sodass man sich da ja von dem Whisky gleich früh deutlich mehr gefangen nimmt, als wenn man da so eine einfache, runde, typische Flasche stehen hat. Mir gefällt diese neue Flasche ungewöhnlich gut. Oh, und hier die Kappe hat noch ein A drauf und auch der Korken oben hat ein A drauf. Orantoschen. Ja, im Detail. Ich habe mir vorhin nochmal das Video von dem Orantoschen Classic durchgesehen und ich sprach damals von sehr viel Frucht, von Äpfeln und Birnen und von eher süßer Zitrusfrucht, was dieser gesüßten Grapefruit jetzt da wieder näher kommt. Und jetzt schauen wir mal. Oh, ja, genauso viel, wirklich dominante Frucht. Und da ist mehr Saft, als Äpfel und Birnen liefern können. Ja gut, so eine ganz saftige, vollweiche Birne, die man reinbeißt und süß runterläuft. Aber dieser Pfirsich, der Assoziation nach diesem weißen Pfirsich trifft es auch. Aber süße Äpfel und süße Birnen trifft es aus meiner Sicht auch. Und im Pfirsich kriegt man schon. Dahinter kommt jetzt diese Zitrusfruchtnote auf, aber ich möchte jetzt im Aroma noch nicht als Zest bezeichnen, nein. Das ist auch eher hier diese süßliche Zitrusfruchtnote. Und die Frucht ist gegenüber der Vanille sehr dominant. Dass ich also hier sagen möchte, so wahnsinnig lange lag der noch nicht im Fass, eher 5 als 7 Jahre, ne? Und die entfernte Kokosnuss ist auch zu spüren, aber so richtig doll ist die Kokosnuss auch nicht. Im Classic habe ich sie auch nicht gerochen. Der dürfte ja auch Refill Ex-Bourbon-Fässer gehabt haben und hier ist der Fasscharakter nun schon ein bisschen stärker.
Und jetzt, ja, jetzt ist die Birne und jetzt ist der Pfirsich da. Ja. Und jetzt mischt sich auch die Vanille ein. Das probieren wir. Die Zitrusfrucht. Auf der einen Seite sauer, trocken, auf der anderen Seite ganz süß, tretschsüß. Und ganz entfernt jetzt hinterher kommt so ein ganz leichter Anklang von Eiche. Die wird ja stärker. Donnerwetter, ist der gut. Der ist ja viel zu billig, um gut zu sein. Diese Dreifachdestillation, so sehr man sagt, ja, das Schnee von gestern und die Aromenstoffe sind weg und bla und ein Whisky muss zweifach destilliert und kräftig und voluminös und sonst kommt da nichts rüber und so. Da ist was rübergekommen. Da ist ein wundervoll, vielschichtig, vollfruchtiger Malt rübergekommen und der ist in den First Fill Bourbonfässern, ist der weitergereift. Und hat auch so ein ganz leichtes Eichenaroma schon aufgenommen. Erst leicht locker weich, dann tatsächlich würziger, ein bisschen crisp. Bribery, ein bisschen, ja, Säuerlichkeit von dieser Zitrusfrucht. Dann kommt wieder die Süße, dann auf einmal, ja, ein bisschen wässrig im Mund, gar nicht so intensiv, weich. Und dann ganz zum Schluss kommt ganz zart die Eiche von ein paar Jahren Lagerung. Dreifach destillierte Whiskys haben was. Ist mir vorher nie so aufgefallen. Weil wahrscheinlich selten so leicht in Eichenholz gereift wurde bei Auchentaschen. Jetzt ist die Vanille ja auch da, ne? Es kommt auch ein ganz bisschen Karamell mit der Süße. Toll! Ja, selten so einen billigen Whisky so gut gefunden. Ja! Hat mir wirklich gut gefallen. Tolle Sache, vor allem für Einsteiger, die sich an Whisky mal rantrauen wollen und jetzt Angst haben vor dieser, ja, normalerweise so bitteren, starken Eiche und so. Nee, die kommt ganz dezent, leicht würzig, kontrapunktsetzend dazu. Nee, ganz toll. Hat mir gut gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.